Verkehrschaos am Freitag rund um Wildeshausen. Nachdem sich bereits am Morgen auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Groß-Ippenau und dem Dreieck Stur ein schwerer Unfall ereignet hatte, kam es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zwischen den Abfahrten Wildeshausen West und Nord zu einem Folgeunfall. Da die Autobahn 1 ab Wildeshausen West bis in die Nacht gesperrt war, quälte sich eine lange Fahrzeugkolonne über die Alhorner Straße und den Nordring in Richtung Norden. Offenbar wich der Fahrer eines aus Bulgarien stammenden Sattelzuges in letzter Sekunde dem vor ihm fahrenden LKW aus Dänemark aus. Die Beifahrerseite des Führerhauses krachte allerdings auf das Heck des Dänen.